Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum JFD Live Trading TV. Wir wollen uns hier das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar, auch Cable genannt, anschauen, denn hier 10:30 Uhr, jetzt gleich in wenigen Sekunden, kommt der Einkaufsmanager-Index des Bausektors Januar rein und wir sehen hier zunächst den negativ aufgefächerten Rainbow in diversen Zeitebenen. Also es reicht bis hoch zum Daily Chart, hier eine ganz klar negative Struktur. Wir wollen nochmal sehen, was jetzt hier passiert. Grundsätzlich Trend folgend, also weitere Tiefs zu erwarten. Jetzt gibt es eine Spread-Ausdehnung ganz normal vor den News. Er wird jetzt hier sicherlich sehr, sehr hektisch hin und her springen. Die Asia-Range wurde heute Morgen schon mal verlassen. Jetzt schnippt er hoch. Jetzt sehen wir hier wieder wilde Ausschläge. Das ist beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar nichts Neues zu News. Hierbei immer aufgepasst, wenn er denn mal eine Trendrichtung eingeschlagen hat nach den News, dann geht es zumeist in eben diese. Jetzt bleibt es mal abzuwarten, ob wir hier ein neues Tageshoch machen oder ein neues Tagestief. Die Daily Range aktuell 54 Pips. Wir sind genau in der Mitte. Wir haben grundsätzlich hier knapp 100 Pips zu erwarten. Das heißt also, hier ist durchaus noch Potenzial auf der Oberseite gegeben. Da stellt sich jetzt mal die Frage, bis wohin eben hier das Potenzial reichen wird, wenn wir hier diese Range verlassen. Also ein neues Tagestief wäre entsprechend trendfolgend im Sinne des Rainbows. Auch hier im 15 sehen Sie hier diese multiplen gleitenden Durchschnitte. Alle zeigen nach unten. M30, H1, H4, alles höchst, höchst bärisch. Selbst der Daily Chart hier ordentlich nach unten aufgefächert. Und insofern natürlich ganz klar negatives Momentum, was grundsätzlich hier für weiterfallende Preise sprechen dürfte. Der Wochentag selber. Hier der Dienstag mit 55% positiver Schlusspreise. Eigentlich ein bullischer Tag. Also wenn wir heute einen Ausbruch machen auf ein neues Tageshoch und hier vielleicht dann die Daily Range nach oben auch ausschöpfen wollten, dann könnte sich hier die Statistik in jedem Falle auszahlen im Sinne einer Bewegung nach oben. Aktuell warte ich nochmal auf die News. Ich habe hier noch keine Info gekriegt, wie die ausgefallen sind. Letztlich dürften sie positiv ausgefallen sein, denn wir sehen ein stärkeres britisches Pfund und hier ganz kurzfristig in der ersten Reaktion. Es wurde hier eine leichte Verschlechterung erwartet. Jetzt bin ich mal gespannt, ob denn hier die Daten mal aufschlagen. Grundsätzlich, wie gesagt, das Pfund jetzt hier nach ersten hektischen Reaktionen eher gelassen und da sehen wir auch, die Daten kommen rein, Einkaufsmanager Bausektor bei 59,1 Punkten erwartet wurden 56,9. Also hier eine klare Verbesserung, wie angesagt. Das britische Pfund hier mit der Reaktion entsprechend positiv. Wenngleich natürlich die Rainbow-Struktur weiterhin negativ ist. Also hier könnte es nur dem britischen Pfund gelingen, wenn wir hier aus dieser Asia-Range, aus diesem 28-Pip-Fenster rausbrechen nach oben. Und da haben wir hier vorhin einen schönen Short-Trade erwischt nach unten. Eben hier Ausbruch aus der Asia-Range in Rainbow-Manier. Rainbow negativ, entsprechende Preisentwicklung auch negativ erwartet. Das hat funktioniert, dann aber hier starkes Reversal. Und jetzt sind wir hier so mittendrin in der Range. Insofern aufpassen, wenn wir hier heute das Asia-Range-Hoch oder das Tageshoch vielmehr bei 1,50 42 überwinden, ja, dann haben wir definitiv Potenzial. Das heißt, der Newsflow dürfte dann hier weiter antreiben. Muss natürlich auch eine gewisse US-Dollar-Schwäche dann einherziehen, aber die Chancen, dass das passiert, sind mal nicht schlecht, wenn wir hier eben nach oben uns erheben sollten. Ansonsten kann gesagt werden, wenn wir hier auch das Support-Level 2, das heutige Tagestief, was hier bei 1,4988 liegt, 89, wenn wir das unterschreiten, dann haben wir hier sicherlich Abwärtspotenzial nach unten. Oder kann man hier den Chart ein bisschen strecken und den haben wir hier das Support-Level 3. 1,4957 sicherlich zu erreichen. Aber wir sehen, das britische Pfund stemmt sich so ein bisschen dagegen. Im 5-Minuten-Chart eine sehr, sehr unsaubere Struktur aktuell. Hier also großes Ping-Pong. Das ist nicht das, was der Trendfolger eigentlich sucht. Insofern mal ab in den M15. Hier größere Kerzen, natürlich auch hier eine etwas sauberere Struktur. Und hier einfach mal aufpassen, was passiert, wenn das britische Pfund eben hier an die Asia-Range ranläuft. Sie aber nicht überwinden kann. Wir haben hier interessanterweise auch, da sehen Sie jetzt vielleicht ein bisschen schlecht, da sehen wir es besser, das Pivot-Level, den Pivot-Punkt heute bei 1,50, 40 roundabout. Also wir haben hier oben ein kleines Widerstandsbündel. Asia-Range 4 Stunden hoch, Pivot-Punkt. Wenn er hier ranläuft und nicht eben über 1,50, 42 per 5-Minuten-Kerze, idealerweise 15-Minuten-Kerze rauszieht, könnte man hier oben auch versuchen, im Sinne des M15-Rainbows hier ein sehr, sehr hohen Short-Einstieg zu finden. Ja, das bleibt mal abzuwarten. Aber jetzt mittendrin,
aktuell hier keinen Handlungsbedarf. Das britische Pfund insofern etwas unentschlossen und auch sowas kommt natürlich vor. Die News, wie gesagt, kam rein. Kurze Wolla, jetzt muss man mal abwarten, wohin es geht. Wie gesagt, ein Ausbruch aus der Tagesrange ist durchaus eine Handelsmöglichkeit. Gut, in Sachen Möglichkeiten, wie gesagt, auch hier wieder der Risikohinweis, der Haftungsausschluss, dass das natürlich alles nur Marketinginformationen sind, keine Handelsempfehlungen. Jeder handelt auf sein eigenes Risiko und man muss sich darüber bewusst sein, dass es auch Verluste gibt. Gut, das wäre es im Prinzip schon gewesen für den heutigen JFD Live Trading Pick auf das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar hier zu den News. Besser ausgefallen, britische Pfund erholt sich aber in der Rainbow-Struktur hier noch nichts Überwältigendes. Was passieren muss, haben wir besprochen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall jetzt noch einen angenehmen Handelstag und wenn Sie mögen, besuchen Sie unseren JFD-Desktop oder schalten Sie ein, wenn es nachher unter Umständen nochmals eine Live-Sendung gibt. Je nach Marktgegebenheit, je nach Optionen, je nach Chancen werden wir das hier spontan und in Realtime rechtzeitig im Stream ankündigen. Ansonsten noch einen schönen Tag und tschüss.